Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Gut, also, wir haben jetzt das Problem, dass wir hier in unserem ME-System radioaktive Sachen haben. Bei den radioaktiven Sachen ist das Problem, die gehen kaputt nach einer gewissen Zeit. Und die gehen auch in dem ME-System kaputt, das habe ich nicht bedacht. Ha, blöd, es gibt natürlich diese Kisten hier. Nur, die müssen wir mit Dings craften. Und eine Kiste brauchen wir natürlich. Hoppala. Ne, Kiste, Junge. Oder ein Barkisten. Geht auch. Wenn das so schnell mal reagieren würde. Eine Kiste. Das ist die Frage, wenn ich die Kiste hier platziere. Die hat nur wenig Speicherplatz. Kann ich da normale Sachen auch reintun oder nur die radioaktiven? Okay, das wird auch gehen. Aber das sind die radioaktiven, ist eben ein Problem. Was könnte man dafür noch verwenden? Fibrin Carbonate, oder wie das heißt da? Carbonate, irgendwie das da, oder? Fibrin Carbonate. Aber testen, wenn wir das hier reinstopfen, ob das Radioaktivität dann auch weitergeht. Ob das auf die reingeht. Geht auch weiter, okay. So, und wenn wir das in die Kiste stopfen, bleibt es stehen. So, das heißt jetzt für uns, gibt es zwei Möglichkeiten. A oder B, logischerweise. Wie gibt es sonst nicht? Wie können wir sagen, alles was Radioaktivität ist, kommt in solche Kisten. Oder wir machen so, alles was Radioaktivität ist, spalten wir einfach nochmal. Hier drin. Sagen, zack. Ist das nicht mehr Radioaktivität? Versteht ihr, wie ich meine? Geht auch. So, jetzt mal hier unten nochmal, wo wir Energie haben. Müssen wir jetzt auch nochmal Item, weil wir müssen ja Item hier raus auch wieder. Und rein. Jetzt kommt ja erst wieder. Die Items, was ins Dings reingehen, die haben wir hier. Bringen sie in hier rein. Das ME Interface. Geht's dann da oben rein, oder? Ja. Das heißt, das ist diese Line, gell? Diese Line auf der Farbe braun, okay. Das heißt, wir nehmen diese Line, legen sie hier rüber, oben lang, so. Und sagen hier einfach hier Extract Always, aber braun. So, dann haben wir das mal. Zack. Wenn wir jetzt hier was reinwerfen, müsste es dann gleich extrahiert werden. Zum Beispiel die ganzen radioaktiven Sachen. Jetzt haben wir erstmal unser Inventar mal ordentlich leeren. Speed Upgrade können wir eventuell behalten. Das könnte sein, dass wir es brauchen. Und jetzt können wir hier mal gucken. Wir brauchen den Bilderswand, brauche ich momentan mal nicht. Den brauche ich momentan nicht. Drakonikbuch werde ich nicht brauchen. Das werde ich nicht brauchen. Das brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Den Carpenter's Hammer brauche ich nicht. Das Hardnet-Scheißding-Bomb, das brauche ich sowieso überhaupt nicht. Das war nur wegen den einen Test. Energiebalf brauche ich auch nicht. So. Also, jetzt kann man da mal alles, was hier radioaktiv ist. Ich habe gesagt, was radioaktiv ist. Das und sonst eh nichts mehr, oder? Blablabla. Das wäre cool, wenn man das irgendwie rausfiltern könnte. Die Frage ist, haben wir jetzt so viel, was radioaktiv ist oder nicht? So, blablabla. Zack, 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 fertig. Gut. Und dann, wenn wir hier noch trotzdem sagen, Speed Upgrade noch rein. Das haben wir noch über. Zack. Und dann dürften wir eigentlich nichts mehr Radioaktives haben.
Wenn wir etwas Radioaktives haben, können wir das dann in diese Kisten packen. In diese Chest, also. Wo sind die jetzt? Mir geht's dumm da. Davon brauchen wir jetzt ein paar Kisten. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier dann hinpacken. So, zwei. Ich weiß nicht, ob wir hier hinten dann auch eventuell hier drin noch irgendwo was, ein paar Kisten hinstellen sollten. Falls hier irgendwo mal was Radioaktives rauskommen soll. Das wird ja automatisch alles im E-System reingebullert. Na, dann lass mal so. Wir können ja hier noch, wenn wir wollen, noch Kisten dran klatschen. Das können wir noch machen. So. 1, 2, 3, 4. Komm. 4. Und eine, die könnten wir dann gleich mal hier draußen zerlegen. Und da kriegen wir dann dieses Zell irgendwas Kacke raus. Was halt die Frage ist, wir wissen eigentlich so gesehen nicht, was ist Radioaktivität und was ist nicht Radioaktivität. So. Eisen kommt auch raus. Also alles raus, was hier nichts drin zu suchen hat, außer die ganzen Dinger da. Wie? Tungsten, okay. Zink. Gut. So. Wie gesagt, das ist ja vorerst mal alles so Aufbauphase. Und damit könnten wir rein theoretisch alles herstellen. Ist fast alles. Bei der Kiste kann man, ich glaube, damit herstellen, oder? Nee. Okay, doch nicht. Ein Stein könnte man damit herstellen, wahrscheinlich. Stein kostet was? Wenn man wohl Stein herstellen können. Nein. Silizium, alle. Echt? Allein ein dummer. St Snow. Snowball. Vielleicht ist der ein bisschen einfacher herzustellen. Oh, halt nur ein Aspekt gebraucht hat oder zwei. Zum Beispiel Wasser brauchen wir hier. H2O. So, für Wasser brauchen wir H2O. H2O kriegen wir, indem wir Eis oder sowas reintun. Das ist. Oder wir nehmen Hydrogen und Oxygen. Sollten wir haben. Hydrogen. Okay, eins und Oxygen. Das heißt, wir könnten jetzt einfach rein theoretisch. Wie viel waren das jetzt für Snowball? Ich hab's vergessen. H2O. Zweimal H brauchen wir. Haben wir irgendwas? Vier. Genau, die könnten wir mal zerstückeln. So, ein Zweier und dann Einser. So, passt. Dann, wie gesagt, H2O. H2O müssen wir aber hinten herstellen. Das muss man ja hier. Zweimal H, einmal O. Bekommt man H2O? Wir haben keine Energie. Der braucht echt Energie. Brauchen die alle Energie? Nein. Okay, dann müssen wir denen auch noch Energie geben. Also ich dachte, dass der keine braucht. Aber naja, wenn er braucht, braucht er, ne? Kann man nichts machen. Hallo? Was schießt da rum? Dann sagen wir Energy-Pipes. Weiß nicht, wir brauchen nochmal. Dürfte ja hier unten schon Energy sein, ne? Genau. Und dann hier weg und Plastik. Gibt's den da? Genau. Den da drauf und schon sieht man wieder nichts. So, und dann können wir hier Wasser rausnehmen. Steht ja? Und haben wir Wasser hergestellt. So, und wenn wir jetzt dann ein Wasser hier reintun. Oder nee, mehr Wasser waren das. So, fünf Wasser waren das. Zack. Kann man Schneeball rausnehmen. Und noch ein. Nein, noch ein geht nicht, weil wir keine Items haben. Und so können wir uns alle möglichen Items herstellen, die wir irgendwie gebrauchen können. So. Blub, blub. Und dann hier, blub. Kann wieder Wasser machen. Versteht ihr? So läuft das Prinzip ab. Und ich weiß gar nicht.
Mit Oxygen. Ich glaube, Oxygen war es. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Stirling-Generator. Habe ich das in irgendein... Nee, wie heißt denn der? Generator. Von Extra Utility ist der hier. Survival-Generator, genau. Wenn ich das irgendwo nicht falsch gesehen habe, kann man, ich glaube, mit Oxygen. Nein. Hydrogen vielleicht? Mit irgendwas kann man den ja betreiben dann. Genau, Burntime 100. Das ist so, stimmt, da war's. Burntime 65? Was hat der? Also Wasser. Das heißt, mit Hydrogen könnten wir theoretisch den Stirling-Generator hier betreiben. Und Hydrogen könnten wir rein theoretisch herstellen aus Wasser. Versteht ihr? Und Wasser ist ja kein Problem. Wasser kriegt man ja unendlich viel. Oder aus Schneebälle oder so kann man, glaube ich, auch herstellen. Was war das jetzt gerade davor hinter? Okay, da gibt es 60%. Natürlich gibt es halt so viele Rezepte. Aber zum Beispiel hier, wenn man da Mist irgendwas Kacke rein tut, kriegen wir 11 raus. Da kriegt man halt aus allen möglichen Flüssigkeiten kriegt man Scheiß raus. Aber aus Item nicht so wirklich, aber aus Wasser eben. So, haben wir es bald mal. So, jetzt sind wieder Blöcke. Aber es sind alles mögliche Blöcke, die wir nicht mal haben. Upgrade, Beacon. Ah, sogar die Draconic-Sachen sind da drin. Holy shit. Bist du dem nicht? Nidas da, genau. Natürlich, kein Problem, Junge. Machen wir ohne Probleme gleich einen Nidastar-Generator rein da. Ja, Hydrogen kriegen wir aus Hydrogen. Natürlich. Aber das ist die 1, so. Okay, der ist fertig. Und die 1 kriegen wir aber immer. Also, Create Explosion if Hit Entity is on fire. Mich würde tatsächlich noch immer interessieren, wie das funktioniert mit den Zusammenkraften. Ich hab's noch immer nicht geguckt, Leute. Leider. Also ich habe es irgendwie so verstanden, dass man das irgendwie zusammenkraften muss. Ich weiß halt natürlich nicht, ob das mit allen funktioniert. Also nehmen wir mal eine normale Schaufel. So geht es natürlich nicht. Polytool. 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 Tool. Ah, das ist das. Ach nee, muss ich das erst craften? Das besteht dann. Okay, aus Diamanten kriegen wir das raus. Aus Diamantblöcken noch mehr. Gut, dann nehmen wir einfach neue Diamanten. Diamantblöcke. Bah. Ist einfacher als wie das herzustellen. Schätze ich mal. So, dann ist das dieses Ding da. Waren jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4 Stacks. 1, 2, 3, 4 Stacks. Passt. Kann man die Diamanten wieder wegtun. Dann war das so. So. Hä? Was macht der da, Junge? Na, so, genau. Umgekehrt waren die Stacks angeordnet. So. 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 So, so, so und das. Aha. Ah, und da kann ich wahrscheinlich malen. Nö. Schaufel, das mal lesen. The bullet is a multiple block that can be upgraded with irgendwas Element. You give special effects.
traumhaft. Jetzt. Kann ich das jetzt zusammenkraften oder was? Nee. Okay, das ist mal gar nicht so schlecht. So, Schwert und Axel. Create irgendwas, if you hit the entity. Ja, schön. Aber ich muss das ja wohl irgendwie. Wo ist es? Also, halt, so bringt es nichts. Das heißt, ich muss das irgendwie upgraden. Aber wie? Hier reinklicken kann ich auch nichts. Kann ich das irgendwo reinklicken? Stimmt nochmal Schaufel hier reinklicken? Nein. Weil das müsste ja gehen. Create extreme hit things on fire, ja. Aber wie kann ich das hier zufügen? Bin zu dumm. Kann ich die zwei irgendwie zusammenkraften oder so? Nein. Das kann ich herstellen, aber was kann ich damit machen? So. Also nix. Ich kann rechtsklicken. Traumhaft. Aber mehr auch nicht. Sword or Stone Egg Schaufel. Ich habe hier eine Schaufel. Da kann ich nichts machen. Wenn wir jetzt mal ein Erz nehmen. Immer einfach nur Redstone. Okay, tu das wieder raus, weil ich den da drin habe. Kohle. Also das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Ich kann auch nichts link klicken. Wenn ich jetzt zum Beispiel das so mache und damit abbaue. Elf. Ich kann rechtsklicken, aber was bringt mir das? Das Tool kann ich auch nicht reinlegen da, nee. Kann da nichts reinlegen. Das muss ich dann wirklich mal gucken. Aber das kann ich auch nicht reinlegen. Ein ganzes Stack brauche ich nun mal auch nicht. Und ein bisschen komisch. So 50 Cent brauche ich auch nicht. Na dann, tun wir mal das Item wieder hier rein, damit das geleert wird. So, plopp. Plopp. Das brauche ich nicht mehr. Das tun wir mal auf die Seite. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Und das können wir hier mal rein tun. Das haben wir hier laden. Scheiß drauf. Gut. Aber ihr wisst, um was es jetzt geht. Ach Gott, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Kommen denn die Scheiß Vier noch immer ja da oben? Ja, okay, hier ist es ausgeleuchtet. Verstehe ich gut. Ausnahmsweise, weil ihr seid. Mal hier nicht ausgeleuchtet war. So. Was ist denn das? Wasser. Wasser hat einen EMC-Wert, echt jetzt? Holy shit. Aus Eis. Aus einer Dual-Head-Irgendwas-Lampe. Und man kann es wieder herstellen, ist logisch. Okay. Und Hydrogen könnten wir verwenden, ja. Das wäre eine Möglichkeit, als Brennmaterial zu verwenden. Auch cool irgendwie. Können aus Wasser ein Brennmaterial theoretisch dann herstellen. So, wie viel haben wir hier eigentlich schon? 3000 Eimer. Okay, das geht so halbwegs. Kann man gelten lassen. So, du hast noch was zu tun, aber kommst jetzt mal weg hier. Geht das ohne ein? Das heißt, den müssen wir abbauen. So. Droppt er das dann? Ja. Das heißt, das ganze Zeug. Hier rein, passt. Eigentlich können wir mal den auch hier rein tun. Was macht er dann? Oh, da kommt jede Menge Scheiße raus. Warum laufe ich eigentlich immer hier hin? Weiß auch kein Mensch. Blöd ist halt wirklich, wenn wir hier dann Sachen drin haben, die was, Dings sind, hier reingehören. Die radioaktiven Sachen, weil, ja, wir sehen das dann eben hier nicht unbedingt. Aber okay, das müssen wir mal gucken.
immer alles ein bisschen im Auge behalten. Jetzt könnten wir ja rein theoretisch hier mal die Goldrüstung nehmen und die da reinhauen. Was macht er dann? Ja, nicht unten. Eigentlich wollte ich die oben reinhauen. Aber er lässt natürlich nicht. Das ist dann blöd. Okay, das macht er nicht. Weil die kaputt ist, wenn ich die zusammenkrafte, müsste das hier ganz werden. So, wenn ich jetzt die noch mit der anderen zusammenkrafte, ist sie komplett ganz. Dann müsste es ja machen lassen, oder? Genau, dann geht's. Okay. Das heißt, wenn ich den und den zusammenkrafte, geht nicht, weil der eine ist Leder, der andere das. Okay. Na gut. Ich würde sagen, lassen wir es mal für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Also bleibt dran. Tschüss.